Erstmal der Hadith, die Juden haben sich in 71 Gruppen zerspalten. Die Muslime haben sich, oder die Christen haben sich in 72 Gruppen gespalten. Und die Muslime werden, oder unsere Umma, meine Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle, außer eine. Dieser Hadith ist bei Tirmidhi. Und Imam Ibn Hazm bezeichnet diesen Hadith als schwach. Und dieser Hadith ist für mich auch als schwach eingestuft aus allen Ebenen. Und wenn dieser Hadith richtig ist, dann ist der Hadith richtig nur bis zum 73. Das heißt, die Juden haben sich in 71 gespalten, die Christen in 72 und die Muslime werden in 73. Punkt. Die Ulama haben es genau untersucht und fanden, dass die ganze Ersetzung danach schwach eingestuft. Es gibt kein Matten, was gerade steht. Kein Matten. Wo es heißt, alle sind in der Hölle, außer eine, ist es schwach. Das heißt, selbst diejenigen, die den Hadith als authentisch bezeichnen, sie stoppen da. Mit 73 Gruppen. Und Gruppierungen sind normal. In allen Nationen gibt es normale Gruppierungen. Denkst du, dass alle Umma in einer Gruppe bleibt? Das geht nicht. Gruppierungen sind normal. Und es ist sogar ein Rahma, wenn wir verschiedenen Richtungen sind, solange wir nicht einander beleidigen und solange wir nicht den Haram zu Halal machen und Halal zum Haram machen. Was eindeutig und klar ist. Und deswegen gibt es Al-Mu'tazila und Al-Asha'ira und Al-Hadith und Al-Wahhabiya und Sufiya. Deswegen, Gruppierungen sind nicht immer etwas Schlechtes. Aber es kann schlecht sein, wenn dadurch Fanatismus entsteht. Oder wenn Hass und Groll zwischeneinander. Oder wenn eindeutige Dinge in Frage gestellt werden. Zum Beispiel die Einzigkeit Gottes oder ähnliches. Von daher, der Hadith ist weder in Bukhari, noch in Muslim, noch in den Sahih zu finden. Es ist bei Tirmidhi als gharib, als fremd, als ungewöhnlicher Hadith, als seltsamer Hadith. Ja? Und wie gesagt, diese Ergänzung, alle sind in der Hölle außer eine, ist schwach eingestuft. Und die Ergänzung danach, wer sind sie, ja Rasulallah? Er sagt, ma ana alayhi wa ashabi. Alle, die nach meiner Sunna gehen und nach der Sunna meiner Gefährten gehen, auch schwach eingestuft. Und außerdem, gegen diesen Hadith spricht vieles. Die Christen haben mehr als 71 Gruppen. Die Christen haben Hunderten von Gruppen. Das heißt, der Prophet spricht hier Unrecht oder Falsches. Hasha, Hasha Rasulullah, geehrt sei er davon. Die Juden haben auch mehr als Hunderten von Gruppen. Die Muslime, es gibt ja Ulama, sie haben gezählt, wie viele Gruppen es gibt. Auch Hunderten. Alleine unter der Schia gibt es mehr als 35 Gruppen. Alleine in der Schia. In der Sunna gibt es Hunderten von Gruppen. Nicht nur im Aqidah-Bereich, nicht nur im Sufi-Bereich und sehr viele Gruppen. Und von daher, die Zahl stimmt auch nicht. Und so ein Hadith, der nicht mal bei Sahih al-Bukhari und bei Muslim ist und der umstritten ist bei den Ulama, darf man nicht als Basis nehmen, um die Menschen zu kategorisieren und über die Richtigkeit und Falschheit zu urteilen. Das ist aber fahrlässig. Wenn du so ein Hadith als Basis nimmst, das ist fahrlässig. Und da bist du ein Fanatiker. Deswegen vergiss diesen Hadith und haltet am Koran. Und haltet an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Haltet an die Gelehrten dieser Umma, ohne Fanatismus und ohne radikale Einstellungen zu nehmen, aber auch ohne anderen zu befeinden. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Soll falsch sein, wenn du der Sunna folgst.